Ja. Recoletts, 13 Jahre später. Du kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Ja. Ich mach schon weg, dort. Ich lasse ihn nicht ein. Okay. Pardon. Warum machen die das jetzt? Pardon, Madame. Schon doof gemacht, aber... Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. St. Louis. Bitte entschuldigt, der ist noch nicht stubenrein. Ah, jawohl. Denkst du, ich krieg dich nicht? Oh, fail. F.A. Seite. Hab dich. Hab dich. Das ist meine Uhr. Meine! Dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Komm zurück! Oh, tschüss. Klar. Da kommt er sowieso ein nicht hin. Ein kluger Mann weiß, wann er aufgeben muss, Victor. Ich hab gar nichts vor. Ich will hier nur weg. Ach, das sind Brüder. Okay, es geht weiter. Wo muss ich hin? Anwesen. Wo ist das? Okay, ich muss nach unten, oder was? Der rastet gleich wieder aus. Wo ist die? Ich darf das. Okay, komm. Was denn jetzt? Hä? Hä? Ja, komm. Ja. Von mir aus. Achso. Aha. Mach Tür auf. Was für Novizen hier, das ist doch Käse, ey. Ist das hier oben?
Ach, da wird's ja auf der Karte angezeigt. Ich muss nur gucken, ey. Ich meinte eigentlich die Truhe jetzt nicht, sondern das Ziel, wo ich hin muss. Ich habe natürlich nie aufgepasst, ich Depp. Es macht jetzt schon mehr Spaß, hier durch die Gegend zu jumpen. Geht's hier hin? Oh. Natürlich wäre ich schneller dran, aber. Sei es drum. Yes. Jawohl. Wir sind sofort da. Yay! Wir sind da. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Auf Toilette. Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Monsieur. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal? Das siebte? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Okay. Sequenz 1, Erinnerung 1, Erinnerung an Versailles. Erinnerung abgeschlossen. Fortschrittsanzeige. Oh. Erinnerung bewerten. Ach komm. So. Fortfahren. Darf ich jetzt hier frei rumlaufen? Tatsache. Cool. Oh. Rein. Ach ja, was haben wir denn hier noch? Hallo. Ja, ja. Na, aber du. Die Generalstände. Ist es denn dringend für die... Okay. Machen wir doch. Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Sire, sire de la serre, wartet! Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! Was gibt es, mon ami? Ein Brief. Für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperrot. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Okay.
Monsieur de la Serre! Halt! Platz, macht Platz! Yay! Ach. Lauf. Ah, no. Ja. Schnelle. Hopp. Ich verliere sie. Oder auch nicht. Monsieur de la Serre. Mes excuses. Falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Hehe. Turmspitze, okay. Hallo. Euch tue ich im Moment noch nichts. Was ist das für ein Schätzchen hier? Gabieren. Okay. Ja. Fängt eigentlich so wie immer in Assassin's Creed dann ganz ruhig, behutsam und dann auf einmal, wenn man es nicht denkt, dann BÄM! Dann passiert irgendwas. Das eigentlich ist ja schon passiert, wo sein Anus Vater gestorben ist. Ja, gestorben ist er schon, aber ermordet wurde. Dazu aber. Oh, heftig! Das ist ja noch nicht mal Paris, glaube ich, hier. Die Generalstände, 5. Mai 1789. Da seid ihr ja. Haha. Es. Warum haben die das jetzt umgestellt, ey? Vorher war gut. Okay. Hallo. Lass mich da rein. Das dürfte nicht. Verschwindet! Ich darf das. Sowohl taub als auch dumm. Verschwindet! Oh. Hinten anstellen. Ah, okay. Ah, der ist super geklappt. Wollt ihr mal mein Bajonett sehen? Seht mich nicht. La 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 la. Ihr seht mich nicht. Aha. Gut. Da darf ich, glaube ich, nicht schieben, oder?
Nee, da komme ich auch gar nicht rein. Lalala. Tür abschauen. Ich bin drin. Adlerauge. Ach da. Hallo. Der Lazare bin. Sehe. Oh. Ich gucke mal, ob ich. Von hier oben dran komme. Müssen wir nach vorne. Habe ich ihn gefunden? Nein. Habe ich nicht gezögert. Ich denke, da ist er. Königreich, Kraft geben. Hey. Die Staatsschuld. Wo zum Teufel sind sie? Ehrenhaften Krieges noch weiter gewachsen. Der einzige Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern. Hab ihn! Endlich! Und ihre ungleiche Verteilung macht die beiden Sache schon wieder noch unerträglicher. Die müssen mir gefolgt sein. Große Unruhe und übersteigerte. Diese beiden Dinge sind es, die unsere Magie. Okay, das war jetzt ziemlich dämlich. Okay. Man kann es mir auch einfach machen, oder? Aber nicht? Meine Herren, der Tag, den mein Herz herbeigesehnt hat, ist endlich gekommen. Heute bin ich umgeben von den Repräsentanten dieser Nation. Okay, lass mich mal hier durch. Viel Zeit ist ins Land gegangen seit der letzten Versammlung der Generalstände. Obwohl die Einberufung, wie es scheint. Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun komm, wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Okay. Genug mit Geld. Ruhig, mein Großer. Uns beide auf. Gib mir die Uhr. Komm her. Mal sehen, ob du uns niedereinwischst. Brich ihm die Beine. Hier hilft dir kein reicher alter Mann. Nicht gerade dein Tag, oder, Viktor? Auf euer Wohl, meine Herren. Oh, halt! Was machst du da? Weglaufen! Ja, was mache ich hier wohl? Oh, okay. In Ordnung, wenn sie jemanden töten, ihn. Okay. Wer wird denn kommen? Ja, ich werde hoffentlich kommen. Lasst mich in Ruhe. Aua.
nicht nett. Ich hab euch doch nichts getan. Ach, ich werde schon anonym. Passt mal auf, das passt schon irgendwie. Damit rechnet ihr jetzt nicht so. Yay! Und hopp. Da komme ich nicht wieder rein. Und hopp. Dann werde ich zu Hause auf sie warten müssen. Okay. Die Generalstände. Änderung abgeschlossen. Wir hatten, komm. Und nu? Parcourslauf? Achso, okay. Gut. Quiz besteht. Quiz das jetzt. Oh, jawohl. Und hüpp. Hab ich gesagt hüpp. Hüpp, hüpp, hüpp. Was ist denn das hier? Was kann ich mit dir machen? Achso. Okay. Interessant. So, kann ich die Karte aufrufen? Ja. Okay. Dahin. Und hüpp. Und hüpp. Und laufen. Was machst du denn da? Kokraden? Achso, was soll das denn sein? Ich hab gar nicht geachtet und finde immer was, ey. Gar nicht. Jawohl. Oh. Achten wir auf sowas? Noch nicht. Da rein will ich. Geh da rein. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Eine Seite. Hör auf zu fegen. Sag ich dir jetzt. So. Ja, ja, du verkaufst eh nur Schund. Hier in Aussichts. Komm, wir erkunden das hier mal. Und hüpp. Gesagt hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Und hüpp. So. Ja, ja. Ich glaube, hier ist noch nicht Paris. Ich weiß nicht, ob ich glaube. Es ist nicht. Synchronisieren. Ey, guck da. Und das wird mich die nächsten Tage, Stunden richtig geil hier noch beschäftigen. Das Spiel. Grafisch eine Bombe. Okay, wo ist ein Heuwagen? Da. Was haben die gesagt? Klatsch, ey. Okay, jetzt habe ich einen Schnellreisepunkt, das ist schon mal gut zu wissen. Weg. Weg, 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 weg. Das war mal wieder ein Vielsackert. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich finde das so lustig.
Das macht einen richtig Spaß, wenn man einfach so einen Riesenkatz hat. Ja. Aber auf jeden Fall, es war mal wieder eine Folge überlänger. Ich glaube 25 Minuten oder so. 24, 25, sowas um den Dreh. Ja, was haben wir in dieser Folge gemacht? Wir wurden am Anfang in, beziehungsweise sind 13 Jahre später nach dem tragischen Tod von Arnos Vater, ja, sind wir dann gestartet, wo uns auf einmal ein Schmied und sein Bruder auflauern, weil die irgendwie unsere Uhr wollen oder wir die gestohlen haben. Irgendwie sowas. Ja, da müssen wir vor denen fliehen, beziehungsweise erstmal den Bruder einkriegen, dann vor denen fliehen. Ja, dann sind wir, beziehungsweise habe ich ein bisschen Versailles erkundet. Und dann auf jeden Fall die Generalstädte oder sowas. Wie ist die Mission? Stände, irgendwie sowas. Ja, da mussten wir uns auch reinschleichen, um Lassar einen Brief zu überreichen. Aber nicht nur das, wir wollten ihn gerade überreichen, da kommen die zwei komischen Kauze wieder und wollen sich wieder mit uns anlegen. Die haben natürlich was auf die Fresse gekriegt. Und dann, der Mais, dann kommen die Wachen und dann müssen wir noch vor denen abhauen. Sterben fast. Aber wir haben es geschafft. Und kurz vor der neuen Mission sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag bis dahin, haut rein und tschaußen. But now I don't know, honey, these arms that once held you are ready to fight. I can be that home if you please walk with me and we'll be gone dear. Home is everywhere your heart is. I can be that home if you please walk with me and we'll be gone dear. To